Die besten Autohändler 2016, die kommen witzigerweise aus dem Saarland, man glaubt es kaum. Hier ist Oliver Kurz und Lukas Haag zu meiner Rechten. Hallo Herr Haag. Hallo Herr Herzog. Hallo Kurz. Hallo Herr Herzog. Herzlich willkommen. Danke. Wir sind heute in St. Ingbert angekommen bei der Mercedes-Benz Zerfallsgarage. Genau. Vielleicht fangen wir kurz mit Herrn Haag an. Was haben Sie denn gedacht, als der Preis eingeschlagen hat bei Ihnen? Wir waren total überrascht. Wir hatten sowas nicht erwartet, waren uns auch gar nicht bewusst, dass wir getestet wurden. Und das Besondere daran ist halt, dass es zwei Tests gab dieses Jahr bei Bild. Einmal zum Thema beste Autohändler und einmal zum Thema beste Werkstätten. Und wir haben in beiden eine 1,0 bekommen. Und das ist einzigartig in Deutschland. Also ein Mercedes-Händler. Das sind Schulnoten. Eins war das Beste, nehme ich an. Genau, 1,0, besser geht nicht. Okay, besser geht nicht. Was sagen Sie dazu kurz? Ja, phänomenal. Wir waren natürlich überrascht. Und vor allem, dass es zwar miteinander die 1,0 wurde, dass wir eine 1 vom Komma haben, damit hätten wir schon rechnen können. Aber 1,0 ist natürlich schon Wahnsinn und das zwar miteinander. Wir waren sehr glücklich und wir bedanken uns natürlich bei unseren Kunden für die Treue. Es ist uns einfach sehr, sehr wichtig, dass der Kunde auch versteht, was wir an seinem Fahrzeug machen und dass er auch zustimmt, was wir machen. Und wir können das am besten natürlich, wenn wir mit dem Kunden am Fahrzeug selbst den ganzen Vorgang besprechen. Und dazu haben wir eine eigene Räumlichkeit, auch mit Hebebühne und entsprechenden Testmöglichkeiten. Und dort findet das Ganze statt. Und das machen wir bei jedem Kunden. Wir sind ja ein familiengeführtes Unternehmen, das heißt Inhaber geführt, mittlerweile in der dritten Generation. Und wir haben hier alles unter einem Dach. Das heißt, wir haben hier sowohl Karosserie, Lackiererei, wir haben LKW-Reparatur, PKW-Reparatur. Wir haben einen freien LKW-Servicebetrieb, wo wir also auch bis zu Arbeitsbühnen und Hubarbeitsbühnen, Ladebordwänden, alles reparieren können. Wir arbeiten nach der Methode familiär, freundlich, fair. Wir haben es eben schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Das heißt, es ist eine Gruppe von Mitarbeitern, die sich gut kennt, die seit langem gut zusammenarbeitet. Das heißt, die Abläufe, die Flexibilität ist einfach gegeben. Und das Wichtige ist, wenn Kunden zu uns kommen und auch länger bei uns bleiben, die Ansprechpartner bleiben die gleichen. Das heißt, der Verkäufer, der das Auto vor 3 Jahren verkauft hat, ist auch wieder der Ansprechpartner, der das neue Auto berät, der dann auch schon weiß, welche Vorlieben hat der Kunde und dementsprechend mit dem Kunden zusammen für ihn die beste Lösung findet. Wie wichtig ist denn, dass Sie beide sich gut verstehen? Das ist extrem wichtig, weil letztendlich müssen wir und unsere Familien, wir sind ein Familienunternehmen, auch harmonieren. Und wir kennen uns allerdings auch schon länger und auch bevor der Herr Kurz hier diese Funktion übernommen hat, waren wir schon freundschaftlich verbunden. Aber das hilft natürlich tatsächlich im Alltag, wenn man auch mal gemeinsam schwierige Entscheidungen treffen muss oder sich auch mal unterschiedlicher Meinung ist, in irgendeiner Form eine Lösung zu finden. Und zusammen mit dem Oliver Kurz macht das hier auch richtig Spaß. Und das liegt auch daran, dass wir letztendlich auch jeder unseren Bereich hat. Ich komme ja mehr aus der Zahlenwelt, war früher als bei der KPMG im Bereich Wirtschaftsprüfung tätig. Und wir haben auch ein Büro, wo wir zusammen drin sitzen. Das heißt, die Kommunikationsflüsse gehen da Hand in Hand. Mein Kollege sagt immer so schön, so den GLC, der fährt sich wirklich wie ein Maßanzug. Wenn Sie da drin sitzen, haben Sie das Gefühl, das ist eine zweite Haut. Unheimlich dynamisch, unheimlich komfortabel. Also er vereint tatsächlich alles, was Mercedes-Benz ausmacht. Aber das Auto ist so gefragt, dass im Moment, Sie haben einen zugelassen, der ist immer weg, oder? Der ist permanent weg, der ist auch schon vorverkauft. Die nächsten Autos, die wir bestellt haben, sind auch schon vorverkauft. Und wir haben im Moment bei Neuwagen eine Lieferzeit von 9 bis 11 Monaten. Aber Tendenz fallend, was natürlich für die Kunden sehr positiv ist. Es gab eine große Änderung im Design. Also man hat sich stark verjüngt. Haben Sie das gemerkt? Das habe ich auch gemerkt, ja, das ist wohl wahr. Ja, man bringt ja normalerweise das Mercedes-Design so aus den letzten Jahren, Jahrzehnten doch eher mit, ich sag mal, Gediegenheit und Langlebigkeit in Verbindung. Aber natürlich ein Design, das sehr langlebig ist, ist natürlich auch sehr, sehr positiv. Aber man hat natürlich gemerkt, dass gerade bei dem großen Wechsel von der alten A-Klasse, wo man ja eher hochgesessen hat als Kleinwagen für die Stadt zu der neuen A-Klasse, hat man natürlich gemerkt, dass da eine wirkliche Zäsur ist im Design von Mercedes. Dass man eher zu Fahrzeugen geht, die sportlicher sind, die auch von der Dynamik her vorne mit dem großen Kühlergrill, mit dem Zentralstern natürlich Sportlichkeit ausdrücken und natürlich auch die Markenwerte nach außen mit als Botschaft tragen wollen.
Jetzt habe ich ja neue Fahrzeuge von einem Wettbewerber gesehen. Ich glaube, die gehen fast einen Weg zurück. Ja, die Autos, die ich teilweise gesehen habe, also die Marke, die man ja mit sehr sportlich verbunden hat, wirkt jetzt teilweise sehr familiär gediegen und so weiter. Aber da hat Mercedes wirklich einen riesen Griff gemacht. Oder zum Beispiel mit der C-Klasse der neuen. Genau, mit der C-Klasse ist es natürlich auch so, dass jetzt in sehr, sehr kurzen Abständen Mercedes ganz viele neue Modelle auf den Markt bringt. Das heißt, bei der neuen C-Klasse, was Sie angesprochen haben, gab es ja in relativ schnellen Abständen auch dann dazu noch das T-Modell, den Kombi. Dazu jetzt auch, was wir hier vorne im Schauraum sehen, ganz neu das Cabriolet. Das ist das neue C-Klasse Cabriolet. Ist gelungen? Ist sehr gelungen, orientiert sich vom Design her natürlich an dem S-Klasse Cabriolet, was ja auch seit langem mal wieder überhaupt ein Cabriolet ist, das im Bereich der Oberklasse angeboten wird. Das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Das letzte Mal, als es das gegeben hat, war es auch von Mercedes. Und man merkt hier schon an der Linienführung, an der Dynamik, an der Seitenlinie und auch aus diesem wohlproportionierten Heck, das sind ganz starke Anleihen, die man natürlich an dem großen Vorbild, an dem S-Klasse Cabrio sieht. Fast schon Sportwagen, oder? Oder so ein bisschen Hommage an die... Mit hohem Alltagsgebrauchswert natürlich. Bei Ihnen werden viele Autos ausgeliefert. Ich sag mal, sind ständig in Bewegung. Wie kriegen Sie das denn hin, dass diese starke Steigerung vom Absatz der Modelle, dass Sie das mit dem jetzigen Team noch bewältigen können? Gut, wir sprechen hier nicht mehr vom jetzigen Team, sondern wir haben uns also sehr gut überlegt, wie wir dieses Wachstum geschultert bekommen. Da wir ja gerade seit 2-3 Jahren erheblich mehr jedes Jahr verkaufen, wir sind mittlerweile bei etwa 500 Autos im Jahr. 500? Ja, das heißt jeden Tag mehr als ein Auto? Neuwagen, Gebrauchtwagen, junge Sterne. Das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie ein entsprechendes Backoffice haben, wenn Sie einen Fahrzeugkoordinator haben, wenn Sie einen Disponent haben, wenn Sie eine Verkäufermannschaft haben, wenn Sie eine Verkaufsleitung haben, die passt. Und das hat uns auch, sagen wir mal, Zeit, Mühe und auch Geld gekostet, die zu erstellen. Aber mittlerweile funktioniert das doch sehr, sehr reibungslos, sodass das eigentlich im Alltag, sagen wir mal, nicht in Stress ausartet, sondern das soll ja auch für den Kunden erlebbar sein, dass er hier in einem angenehmen Umfeld sein Fahrzeug übergeben bekommt, auch alles reibungslos läuft. Und ich sage immer, wir sind natürlich die letzte Instanz, das passiert auch mal. Es wäre ja verwegen zu sagen, dass auch bei uns nichts schief geht, aber wenn was schief geht, dann kümmern wir uns halt auch persönlich um die Probleme und versuchen das Thema für den Kunden am besten wieder irgendwie die Kuh vom Eis zu bekommen. Die Serviceassistenten, wie wichtig sind die? Die sind extrem wichtig und ich denke auch mal, das zeichnet uns aus. Wenn Sie bei uns anrufen, dann sprechen Sie normalerweise hier im Betrieb mit einer Serviceassistentin. Sollte sie nicht in der Lage sein, Ihren Anruf entgegenzunehmen, wird direkt weitergeschaltet in die nächste Reihe und am Ende landet das Gespräch gegebenenfalls auch bei uns, weil irgendjemand muss sich ja um den Kunden kümmern und der erste Eindruck, der zählt natürlich. Wie zufrieden sind denn Ihre Kunden, Herr Kurz? Ja, die sind sehr zufrieden. Ja klar, Autobild sagt 1,0, aber wie kommt das bei Ihnen an? Das kommt durch das tägliche Feedback kommt es an, weil wir ja natürlich Kundenkontakt haben. Das ist ja ganz wichtig, dass wir das merken, wenn die Kunden im Service sind, wenn wir die Kunden im Verkaufsgespräch haben, dass wir da natürlich das positive Feedback der Kunden bekommen. Und sollte es mal Verbesserungsbedarf geben, dann ist es auch wichtig, dass wir dieses Feedback bekommen. Aber wir haben jetzt gerade auch gestern noch mal ein Auto an eine Kundin verkauft, die mal vor 3 Jahren zum Beispiel ein Auto hier kaufen wollte, aber nicht das passende gefunden hat. Damals gesagt hat, Herr Brill, das ist unser Verkäufer, der damals auch schon da war, das nächste Auto kaufe ich wieder bei Ihnen. Ja. Gestern hat sie bei uns gestanden und gesagt, das Auto, das passt mir, das kaufe ich jetzt bei Ihnen. Das zeigt einfach, dass die Beratung familiär freundlich fair, das heißt wirklich für den Kunden das optimale Auto zu finden, dass das im Vordergrund steht. Und wenn der Kunde sich bei uns aufgehoben fühlt, selbst wenn er mal gerade jetzt das richtige Auto nicht findet, vielleicht findet er es später. Und was wir auch machen für unsere Kunden, wir suchen auch manchmal im Kundenauftrag in ganz Deutschland Autos, weil natürlich auch da der Kundenwunsch für uns das Wichtigste ist. Und dafür sind wir uns auch nicht zu schade, auch mal diese Fahrzeuge aus Hamburg oder aus Berlin einfach für den Kunden zu besorgen. Und ich denke mal, im Zeitalter des Internets, wo der Kunde viel natürlich angeboten bekommt, aber gleichzeitig auch den Service vor Ort will, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch dann dementsprechend dem Kunden ein Angebot machen, dass er sowohl die Transparenz des Marktes als auch den räumlich vor Ort den Service haben kann. Sie stimmen dazu? Absolut. Hier, das ist der Tisch, wo Sie beide gegenüber sitzen. Genau. Und hier werden dann die maßgeblichen Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass Sie 1,0 haben. Es scheint so zu sein, ja. Ja, passend dazu
sichtbare Beweis, die beiden Urkunden von Autobild. Beste Kfz-Werkstätten und bester Autohändler 2016. Sind wir sehr stolz drauf, ist das Team vor allen Dingen sehr stolz drauf und da können wir nur nochmal unseren Kunden Dank sagen für das Vertrauen und die Treue zu uns. Hier sind Sie, die erfolgreichen Unternehmer aus St. Ingbert, die mit Mercedes-Benz, ich sag mal, die Bestnote 1,0 bekommen haben. Was haben Sie für einen Status? Sie sind praktisch Servicepartner von Mercedes-Benz. Sie können reparieren, können alles machen. Für Pkw, für Transporter, für Lkw. Mhm. Sind junge Sternehändler, das heißt, dürfen die besten Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz mit 2-Jahres-Garantie und vielen anderen zusätzlichen Vorteilen vermarkten. Die praktisch fast neu sind, kann man genau, so sagen. Genau, ja. fast wie Neuwagen. Mhm. Exakt. Die teilweise auch direkt von Mercedes kommen, von Mitarbeitern, genau. Die fahren ein halbes Jahr manchmal. Genau. Sind vielleicht 3 oder 6 Monate alt, aber wir können bis zu 6 Jahre alten Fahrzeugen mit dieser Zusatzgarantie und den anderen Zusatzleistungen vermarkten. Dazu bekommen wir auch Selektivwagen, das heißt also auch ganz, ganz frische Wagen, die gerade erst Modell eingeführt wurden, beziehungsweise natürlich auch Vorführwagen, Geschäftswagen, Neuwagen oder schlicht und einfach Gebrauchtwagen. Gute Gebrauchtwagen aus erster, zweiter Hand von Mercedes, selbst im Alter von 8, 9 Jahren, ist das wirklich ein hervorragendes Fahrzeug. Und mit unserem Service & Smile, Festpreisservice, den wir als einer von wenigen Betrieben in ganz Deutschland als Pilotbetrieb hier in St. Ingbert auch haben, haben wir natürlich auch ein passendes, günstiges Angebot für die Wartung von Mercedes-Fahrzeugen, die älter als 5 Jahre sind und nicht mehr gebaut werden. Wir sind in verschiedene Richtungen gewachsen und ich glaube, mein Großvater, der Gründer, der hätte sich unheimlich gefreut, wenn er diese Auszeichnung bekommen hätte und hätte sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, weil tatsächlich war es so, er war mit einem Jagdkollegen im Hochwald unterwegs und dieser Jagdkollege war auch an entsprechender Stelle beschäftigt im Daimler-Konzern. Ja. Und die beiden saßen zusammen auf dem Hochsitz und haben sich darüber unterhalten, wie schwierig es ist, eine gute Werkstatt zu finden. Und dann sagte der zu meinem Großvater, ja, dann gründe doch selbst was. Wenn du willst, verschaffe ich dir sozusagen die Möglichkeit, in St. Ingbert Mercedes-Benz zu machen. Mein Großvater dann in der Jagdlaune hat direkt zugestimmt und so ist tatsächlich dann der Grundstein von der Saab-Pfalz-Garage gelegt worden. Noch kurz zum Abschluss, wo findet man Sie? Ja, in St. Ingbert Mitte, direkt neben Obi-Baumarkt, im Potterschwald 23a in St. Ingbert. Genau, am besten das Navi eingeben, ist ein bisschen versteckt, wenn man noch nicht hier war. Und das kann ich sagen als allererstes in Potterschwald. Nummer? 23a. 23a. Ja. Oder im Internet unter www.saar-pfalz-garage.de oder unter www.junge-sterne.saarland. Sehr schön. Vielen Dank für das nette Interview. Vielen Dank für Ihr Kommen.